Herzlich willkommen auf THCs Game Channel, der Channel mit der Arbeiterklasse. Ja. Ja, was gibt's zu erzählen? Leute, guckt euch Sopranos an. Ja, was denn noch? Und The Wire. Und? Das war's. Mehr. Keine Must-Sees mehr. Hab ich nicht, nee. Lost wird dahinter kommen und Game of Thrones. Game of Thrones würde noch vor Lost kommen. Ganz klar, Ja, vor ja. Lost. Aber Lost ist schon. Oh, das hat so Ambitionen, gute. Ey, das Ding ist, das Einzige, was Lost richtig gut macht, ist, dass man halt Jahre danach immer noch sich aufregen kann über das Ende. Ist das jetzt gut? Nee, das Ende ist scheiße. Ja, nee, aber dass man sich immer noch danach aufregt. Du erzählst es so, als wäre das cool, dass du dich bis heute noch darüber aufregen kannst. Natürlich irgendwo weckt das ist ja auch Emotionen, ne? Wenn eine Serie so emotional Okay. dich packt. Love. Jaden? Love, komm bitte zurück. Cool, ey. Wenn du das alles für dich hast, so keiner kommt her. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Das Mom. ist schon geil. Sind natürlich keine Tiere mehr hier. Füttert er auch keiner mehr, Sollte nur er noch. sich denn Oh, sorgen? Savvy. Er muss sich jetzt auf seine Ja. eigene Sicherheit konzentrieren. Aber. Was Ja, könnte hier passieren? hängen dann wahrscheinlich nur noch so normale Fische rum. Müssen Eltern für die Irgendwie. Sünden ihrer Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Kann ich mir Wege, das alles durchschauen? ihr zu Theoretisch? helfen? Boah, weiß ich nicht, Werde ich mir jetzt nicht, aber ich hab werde ich es. nicht gemacht, weiß Könnte ich nicht. das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Ach, die kommen wieder, okay, man kann. Lev, es tut mir Das leid. ist cool, dass sie dann Lev, sogar komm schon raus. zurückkommen. Lev! Aber ich glaube, das machen die nicht immer. Ja. Bitte komm her. Lev. Lev. Weißt du, ich frage mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Todesangst hat uns verbunden. Ups. Er meinte, du warst sehr mutig. Er lügt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Hörst du das? Lev! Level. Geil, ey. Hey, ist okay. Ist okay. Sie wollen nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Soll ich's werfen? Pass auf. Hol's, Mädchen. Cool. Das ist ja geil. Einmal noch. Kann ich es nicht irgendwo hochschmeißen? Über den Zaun? Hast du es mal gemacht? Ja, ne? Du hast mir gesagt, ich soll es machen und ich hab's gemacht. Ach so, Jetzt ja. so schnell. Ja, ist schon so lange her. Ja. Wann war das? 2020? Wann kam das Spiel nochmal raus? Ja. Ja. Hier ist schon mal Willst du auch nix. mal? Das wäre keine gute Idee. Man könnte ja eigentlich theoretisch so tun, bei den Videos, Ja. als hätte man das in der Zukunft irgendwann aufgenommen. Sie Ach erreicht so. mich doch Ja, nicht weißt du mehr, noch oder? damals? Ja. Nein. Als Versprochen. 2020? Ja, als Corona. Oh, kannst du dich noch an Corona erinnern? Was für ein Dreck. Ja. Muss halt nur so tun, als würdest du kein aktuelles, sondern ein altes Spiel spielen. Ja. Weißt du noch, Würde ihr bestimmt gefallen. als man noch mit Benzin fahren musste? Ja. Als die Autos noch Reifen hatten. Ja. Oder sind wir noch gar nicht so weit in der Zukunft? Puh, keine Ahnung. Kommt doch mal drauf an. Wie oft kann man das denn werfen? Es ist schon cool, dass sie auch zweimal geworfen hat.
Der Raum ist aber so entworfen, dass es nirgendwo hängen bleibt, ne? Weiß ich nicht. Weil ich habe ja hier hinter. Wirf. Sie hat aufgehört. Das ist doch Sackgasse. Zumindest konnte ich die Tür nicht öffnen. Sie mit den einen Armen kann das öffnen, oder was? Nee. Es wurde einfach nur noch nicht getriggert. Was bringt das? Als ob er dann so diesen Drang verspürt, zurückzupfeifen und sich dann dadurch verrät. So. Claire hat er ja vorher nicht gehört. Ich darf nicht, nee. Aber... Woher hat er nicht gehört? Außerdem sind diese Seraphiten, die pfeifen ja auch die ganze Zeit. Ja, ja. Was hast du dir erzählt? Aber wozu? Um besser zu hören, oder wie? Nee, um sich zu verständigen. Ja, aber er ist ja weggerannt. Sie erwartet ja, dass er zurückpfeift. Ja? Vielleicht ist es Gewohnheit. Weißt du, er hat dann hier so ein Teil... Haben das alle? Die Narbe? Mir erzählte, was er empfindet. Ist ein Ritual. Ja, habe ich mir dann schon gedacht, ja. Hast du vielleicht einen Gendefekt? Ich hoffe, das legt sich. Gendefekt? Dachtest du. Okay. Ja, weil alle miteinander verwandt sind. Die ganze Sekte. Ein geiles Shirt. Dann seid ihr weg. Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich habe eine Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Eine Perücke? Dich jetzt auch gesagt. Ellie kann sich ja die Haare schneiden und ihm die geben. Abby. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie stellt die Abby mit Glatze vor. Ist doch geil. Tradition. Armes Kind. Dann hat er Haare und sie braucht die ja nicht. Ja doch, sie ist eine Frau. Nicht Santa Barbara. Jeder sieht das so. Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Dass Frauen Haare haben sollten? Das ist Seattle. Nee, dass Abby eine Frau ist. Das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. Ja. Gut. Cool, ey. Hier muss es noch irgendwas geben. Oben? Bin ich schon irgendwie an dran vorbei? Ich bin doch hier richtig. Bist du? Ja. Cool, dass die ganzen Klamotten hier noch sind. Oh, das perfekte Geschenk. Das ist süß. Sie schüttelt's aber nicht so, wie ich es schüttel. Jetzt ist ja auch an deinem Penis. Siehst du was, das sich lohnt? Wir sollten in jedem ja. Spiel einen Peniswitz reinmachen. Das sollte in jede Folge? Oder in jedes Spiel? Ich dachte jetzt jedes Spiel, jede Folge finde ich ein bisschen viel. So einen schlechten, ja, so wie gerade eben. Ja, aber ist es doch schon. Ich bin mir fast sicher, dass in jedem
was wir aufgenommen haben, irgendwann mal ein schlechter Peniswitz drin vorkam. Aber doch nicht in jeder Folge. Nee, nee, aber deiner Idee nach, in jedem Spiel. Das haben wir ja. Wahrscheinlich. Hm. Also in Dark Souls kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass irgendwann mal ein schlechter Peniswitz gefallen ist. Man liegt falsch, weißt du. Ich glaube, da sind nur gute gefallen. Ein guter Mensch. Ach so. Geniale. Ja. Yeah. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar. Mein Aquarium? Mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Zu dritt? Abby. Ja. Was? Wie der Sohn. Und dann später zu dritt, zu viert meine ich. Mehr hätte ja nur ein Kind. Ja. Mit ihm. Das ist ja. Hast du das gesehen? Ich kann ihn schon verstehen. Zwei Bräute? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mann. Sie wird ihn umbringen. Abby denkt es. Zwei Bräute. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Yalla, gehen wir. Hab ich vorhin verstanden, bevor ich die Subs gesehen habe. Ich wusste nicht, dass sie so heißt. Weil du so selten spielst. Alles gut. Okay. Daraus könnte ich auch Running Gag machen. Achso, als mich darüber beschweren, dass du so selten arbeiten kommst. Achso. Nach oben muss ich nicht, ne? Nee. Ist hier vielleicht ein Viertel Lumpen? Ne, hier ist kein Lumpen. Ich muss nach unten, weil hier ist falsch. Ich komme nicht voran. Ich brauche bestimmt noch ein paar Wochen. Vielleicht spielen wir das ja tatsächlich noch. In der Zukunft. Davon gehe ich stark aus. Nee, du bist schon zu. Oh shit! Ich wollte gerade nichts sagen. 30 Jahre später. Oder wie viel war das? 20? 20. Ich glaube aber, dass ich da auch runtergefallen bin. Wenn ich ehrlich bin. Ist auch nur falsch gefallen. Ist das so? Hier. Ich hab dich. Ich schaff das.
Oh shit, genau. Ich guck dich nicht an, um deine Reaktion jetzt zu sehen, nicht, dass es mich spoilert. Es geht um das Ende, was ja kontrovers ist. Ne? Mhm. Im letzten Part habe ich ja schon eine Vermutung gehabt, dass das, was war das nochmal? Schon so lange her. was war das nochmal? Dass Ellie stirbt. Könnte sein, dass es die Community halt spaltet. Mhm. Und jetzt ist mir eingefallen, dass Ellie die Böse ist. Dass sie am Ende als die Böse dargestellt wird. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht auch beides. Also da können so einige Sachen sein, die die Community spalten. Mhm. Wo muss ich denn hin? Ich hab nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst, ich muss hier durch. Yeah, ich sehe sie doch. Ich weiß es doch. Ich sag doch gar nichts. Ich wollte nur die Theorie halt raushauen, bevor ich's vergesse wieder. Ja. Aber das eine schließt auch nicht das andere aus. Es können beide Sachen ja sein. Ja. Einfach spielen. Mhm. Ich fand das Ende gut. Habe ich aber schon öfter erwähnt, glaube ich. Ich finde es immer noch gut. Wenn ich die Entscheidung fällen dürfte zwischen genial, ist scheiße und verstehe ich nicht, würde ich schon sagen genial. Wo ist sie denn? Ach da. Das ist ja geil. Sie sagten mir, dass hier eine Sackgasse ist. Auf die hörst du? Ehrlich gesagt nicht so schwer. Okay, doch. Ist doch ein bisschen dicker. Das ist ja nur so ein leichtes Gitter. Also wenn Abby sich anstrengen muss, dann wird das schon irgendwie schwer sein. Ja. Warum übertreibt man nicht, ey? Noch so eine Luke hoch. Hast du eine hoch gemacht und wird's jetzt hier. Ey, noch Superman machen. Das ist cool. Ich finde die Laufanimation gut auch. Die sich manchmal am Nacken hält und so. Oh, okay, fuck. Klingt gut. Ich war ja von Anfang an bis jetzt immer noch geflasht von dem Sonnenblenden. Mhm. Ich mache eben die Tür zu, damit das nicht. Ja. Das ist meine Waschmaschine, ich höre. Ja, ich wasche manchmal meine Klamotten. Manchmal wäsche ich richtig oft. Hä? Nein, mache ich echt nicht. Aber nicht so selten wie ich. Also, wenn ich in Gießen bin. Hier wasche ich die öfter. Weil ich ja nicht so viele Klamotten habe, aber dort. Ich wasche so einmal im Monat. Kommt manchmal hin, ja. Aber dann mache ich so drei Wäschen hintereinander, weil das schon so viel Wäsche ist. Ich höre da jemanden. Also ich wasche meine Sachen so 2-3 Mal die Woche. Ja, was auch normal ist. Mhm. Dann habe ich nicht immer Bock drauf. Ja, bei mir geht's. Weil theoretisch müsste ich von der Arbeit kommen, direkt die Sachen waschen. Ja. Damit ich, bevor ich pennen gehen kann, auch schon. Oh Gott. Oh Gott.
Bist du allein? Ja. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Pendejo. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los. Cool. Da, wo das Licht ist wahrscheinlich, ne? Ah, okay, wir müssen jetzt hier so von außen. What? Keine Sorge, wir kriegen ihn. What? Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Oh Gott! Vergiss nicht, er ist ein Profi. Ist ein Profi? Kann ich hier so werfen und dann. Nee, ne? Hab ich nicht probiert. Was soll ich sonst machen? Ich bin gerannt. Hier drunter krabbeln kann ich ja auch nicht. Ich bin gerannt und dann decken. Trifft er dann einen trotzdem? Ich habe schon sehr viel Hitze eingesteckt, ja. Los, los! Da, hier lang. Dicker. Der trifft gar nichts. Oh shit. Der erste zählt nicht, der erste Treffer. Oh Gott. Schritt vor! Digga. Was für Profi. Ach, von da kommt er. Okay, dann müsste er mich nicht treffen können. Digga! Was jetzt? Oh! Seht ihr? Ja. Oh Gott, oh Gott. Der auch? Halt dich hoch. Ey, ich hab's aber weit geschafft, ohne Treffer. Ist das ein Tipp? Oder ist das einfach nur so eine... Ach, hier. Wie soll das denn sein? Weiß ich nicht. Der Typ hat das doch selber gesagt. Ach, laber kein! Guck mal. Das wusste ich auch nicht. Ich bin ein scheiß Profi, Mann. Geil, wenn du jetzt da so ertrinken würdest. Das hätte ich gefallen. Und die Leute wahrscheinlich auch. Ja, das sowieso. Oh, guck mal. Easy. Man kann auf jeden Fall. Immerhin kann man. Unbeschadet durch. Ich hab's jetzt nicht hinbekommen, aber theoretisch ist es möglich. Hier drüben. Wahrscheinlich hier so? Nee. Im Wasser, ja, okay. Es gibt bestimmt auch No-Head-Videos. Was? No-Head-Videos. Ja. Natürlich. Also doch, aber mich trifft ja dann trotzdem, denke ich mal. Ach, laber kein. Geil. So wie. Rechts, links? Der Karren fällt auseinander. Ist doch voll die gute Idee. Los, los! Das ist bei God of War auch so, ne? Beim ersten Teil oder so. Weiß nicht. Halt mit Bogenschützen. Manny.
Nicht, dass dein Essen verbrennt. Ich hab schon ausgeschaltet. Ist wohl. Nee, ich lass das eben noch durchziehen. Dauert ja noch eine halbe Stunde. Ja, ich lass noch eben ziehen. Was? Noch gucken, ob du durchkommst. Was dafür macht er? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. Geil. Ups. In den Hals geschossen. Was dafür macht er? Shit. Er lockt sie zu uns. Bereit machen. So, ich werde ein bisschen ruhiger sein, weil ich essen werde. Wenn ihr wissen wollt, was ich esse, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr willst oder wissen wollt. Oh, wenn ihr es willst. Kommentare, ne? Ja, ja. Aber am Ende des Videos können wir euch einen Tipp geben. Das geht. Wenn sie das Video durchgucken, ist auch okay. Dann skippen die einfach. Oh shit. Irgendwann am Ende. Irgendwann in den letzten 30 Minuten geben wir einen Tipp. Irgendwann während des Spiels. Verdammt, nicht schon wieder! Oh. Genial. Ja. Oh shit. In der Maus! Hier ist auch noch ein Kreischer. Habe ich nicht irgendwo ein Fernrohr dran? Du musst es aktivieren, glaube ich. Mit X. Nee, hier, ne? Ja, hier dran habe ich. Ups. Ich habe den Bogen hier vergessen. Den hat ja auch noch eine Flugbahn. Ja, geil. Oh!
einen Tipp geben? Mhm. Versuch nicht zu sterben. Ach so, nicht laufen. Du musst doch kämpfen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr. Oder was? Nee, den Tipp, das ist nicht immer ein Gott davor. Mhm. Ja. Verdammt, nicht schon wieder! Macht ja auch Sinn. Hört nicht auf! Ich weiß! Sammler! Oh Mann! Mal. Schritt vor! Der Typ hört nicht auf! Ich weiß! Sammler! Schieß ihn. Oder so, danke. Ich rück vor.
Oh Gott. Das ist ja jetzt langsam ein bisschen nervig. Ich achte nicht so drauf. Bist du noch nicht weitergekommen? Du weißt, du kannst Leute mit deinen Worten verletzen, ne? Was denn? Bist du verletzt? Für mich machen? Während ich esse? Ja. Nee, mach mal. Die Stelle sieht schwierig aus. Hast du es mit Durchstand versucht? Nee. Hilft doch irgendwas in die Ecke und dann wird dieser Run ist auch schon wieder Mist. Eh tot. Was für ein Dreck. Oh Gott. Oh Gott. Aber so weit war ich noch nie. Fuck. Verdammt, nicht schon wieder.
Oh Gott. Oh Gott. Dieser Run ist auch wieder Dreck. Schieß sie doch! Das gleiche denkt er von dir auch. Wahrscheinlich. Achso, geil. Hat er nicht gerade zwei? Oh. Ich rück vor. Oh, wie oft dieses Kack-Medikit, ey. Oh Mann, ey. Er läuft so gut. Ich werde doch jetzt zerschossen. Darf ich mal? Nur mal probieren. Ich weiß nicht mal mehr die Steuerung. Macht dir keine Sorgen. Okay. Mit einem Schuss kannst du am Anfang den Klicker töten. Mhm. Der Rest ist ja nicht so das Problem. Geht auch mit der Pistole, habe ich gemerkt. Da, ja, okay. Jetzt kommen sie alle. Hier kann nicht weit sein. Fühlt sich jetzt richtig geil, ne? Ja, ich fühle mich richtig gut. Runter! Verdammt! Schieß doch nicht hinter Dosen und Flaschen, wenn er Dosen schießen muss. Das ist super gefährlich. Ich könnte ins Auge gehen. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Kann ich den erschießen jetzt einfach? Nee. Du musst in den Nahkampf? Ja, ich geb dir den Tipp, den kannst du nicht erschießen. Aber ich hab das auch voll oft versucht. Ja. Das ist dann Zeit verschwinden. Und Munition. Wo ist der hin? Kugel nicht verschwendet hab, ne? Flankier ihn! Hm?
Ist er da drin? Dahinter? Und was hindert ihn daran? Ja, genau. Was hindert ihn daran, einfach dahinter zu stehen und mir ins Bein zu schießen? Wenn du das Arschloch zu Isaac bringst, stehst du wieder gut da. Abwarten, was von ihm übrig bleibt. Manny! Okay. Ich glaube, Manny überlebt das nicht. Oh Mann, ey. So habe ich nicht reagiert, ey. Ich war schon ein bisschen schockiert. Ja, ja, ich wäre auch schockiert, wenn ich es nicht Sekunde vorher gesagt hätte, so. Ist das quasi ein Bossfight? Ist ja. Ist das wieder wie im Diner? Darf ich jetzt nicht auf die Scherben treten? Witzigerweise habe ich das auch gedacht, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich bin wahrscheinlich im Arsch, wenn er mich sieht, ne? Draußen? Ich kann ihn wahrscheinlich auch nicht entdecken. Ist Tommy? Nee. Das war aber kein Kill. Er ist einfach nur ins Wasser gefallen. Bist du okay? Ja. Findest du nicht, dass er aussah wie Tommy? Doch, die Frisur. Aber Tommy hat graue Haare mittlerweile, oder nicht? Wer war das? Oder helle braune? Ich weiß es nicht. Spielt keine Rolle. Die Frisur sah sehr Tommy-mäßig aus. War das Tommy? Das war Tommy. Das war Tommy? Ja. War das? Ja. Es wundert mich eher, dass du sagst, ne? Echt? Ich habe ihn nicht so erkannt. Aber cool, das war Tommy. Ja, natürlich war es Tommy, das war seine Frisur. Nein, es war Tommy. Es wundert mich nur, dass du sagst, nein, es ist Tommy. Es war Tommy. Ich wollte dich doch nur testen, als ob ich den nicht wiedererkenne. Das ist lange nicht mehr gespielt, das ist okay. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie Joel aussieht. Oder wieso er nicht mehr im Spiel vorkommt. Wie, er kommt nicht mehr vor? Hey, der kleine schwarze Junge ist doch auch wieder gekommen. Oh ja. Yeah. Scheiße, Mann. Wir haben Tommy wieder getroffen. Also du, ich ja so gesehen nicht. Ja. Vielleicht bin ich zu unkonzentriert oder so, keine Ahnung. Das ist echt so, ey. Ich verliere ja auch andauernd den Faden und höre nicht richtig zu. Vielleicht hätte ich diesen Teil auch alleine spielen sollen, den Tan Solo machen. Oder hättest du auch. Dann hätte es vielleicht noch länger gedauert. Oder viel, viel schneller. Viel schneller, Lou. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. König ein bisschen schneller. Es wundert mich, dass du es nicht alleine gespielt hast. Hey, ich habe extra auf dich gewartet. Sonst hätte ich diese eine Nacht. Du hast wahrscheinlich durchgespielt, wo du in Klomburg warst. Du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht, weil ich es schon durch habe. Ist ja nicht so schlimm. Schon seit Wochen.
Seit Jahren meinst du? 2020 damals. Ja. Das finde ich auch voll geil, dass die so langsam ist, ne? Weil es halt so. Weil sie nur einen Arm hat. Ja, weil es Sinn macht einfach. Mhm. Du siehst ihre Anstrengung, wenn sie einfach irgendwo klettert. Gott. Also wir sind hier, um Lev zu suchen, ne? Ja. Ja. Und Lev ist einfach zurück auf ihre eigene Insel, genau. Diese Seraphiteninsel. Genau. Um zu ihrer Mutter zu gelangen. Ich dachte, die Mutter ist schon längst tot. Nein. Die lebt also noch, die Führerin. Die Mutter? Nein, ihre leibliche Mutter. Ach so. Cool. Warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Oh. Ist das euer Dorf? Also die Haare sind schon ein bisschen schlecht gemacht, ne? Ihre? Ihr Zopf? Ja. Oder allgemein? Der Zopf wackelt so voll unnatürlich. Mhm. Fällt mir gerade so auf. So als hätte es null Gewicht? Oder meinst du, weil das hier so hier? Ja, so rumwabbelt. Ohne Sinn. Wind. Ja, dann müssten die Haare vorne auch gehen. Ja. Außer sie hat da krass Gel drin. Ich schau mal. Noch so 10 Minuten. Musst du mir sagen, wann der Cut gut ist. Ja. Wir können auch bis 8 machen. Dann wären es noch 25 Minuten. Wie du willst. Und wie du willst. Du musst schlafen und essen. Gegessen habe ich schon. Oh ja. Siehst du, das habe ich nicht mal so richtig realisiert. Ich würde sagen, bevor das Spiel anfängt, würde ich schon gerade sitzen an deiner Stelle. Bevor was? Bevor ihr quatscht hier noch. Ja. Ich würde gleich hier schon meinen Cut setzen. Hier? Ja. So früh? Weil ich weiß nicht, wie schnell du da durchkommst. Dann musst du mitten im Gameplay aufhören. Ach so. Das ist es, ja. Also jetzt schon cutten. Nee, du kannst noch ein bisschen. Glaube ich. Warte. Ah, nee, ich würde hier cutten. Hier würde ich cutten. Hier würde ich cutten, ja. Okay. Weil die Sache ist, die entweder spielst du jetzt noch vor lange. Was bis zur nächsten Szene. Zur halbe Stunde? Ja. Okay. Nee, länger, länger. Ach, okay. Und, ja, also es kommt noch eine. Ich weiß nicht, wie gut du jetzt hier durchkommst. Ich könnte ja rennen. Ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, aber kannst du machen. Kannst du auch. Ab einem bestimmten Punkt würde ich aber auf jeden Fall cutten. Also in dem Dorf noch. Also mit dem Gameplay ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann würde ich noch ein bisschen spielen. Ich sag dir gleich, wann du den Cut setzt. Dann okay. Machen wir das ungefähr. Dann machen wir ein bisschen länger. Okay. Aber stell dich nicht so blöd an wie vorhin. Mhm. War nicht so gemeint. Mhm. Muss ich das jetzt bei jedem Mal, wenn ich
möge uns ihr Licht durch den Sturm. Verletzende Worte sein? Wenn die Worte verletzend sein könnten, theoretisch, möglicherweise so. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Ich bin schon ein großer Junge. Vor dir würde ich nie weinen. Ich muss das Ding doch überschieben. Sieht man doch. Ist das so gut erkannt? Das meine ich ernst. Ja. Ehrliche Worte. Nichts Verletzendes. Die evakuieren das Dorf? Ja. Wegen den Wolves. Ja. Das Tor ist abgesperrt. Die Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Die Wolves sind ja auch deutlich mehr. Da kommen wir raus. Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Was machen die denn außerhalb der Insel? Schließ das Tor! Regelt das Tor! Die haben hier doch ein friedliches Leben. Wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit Leute killen würden außerhalb der Insel, dann wären die Wolves auch nicht hier. Es geht ja um Streitereien. Reinige deinen Geist. Um? Das wird eine lange, ja, wahrscheinlich müssen sie auch irgendwie Sachen holen. Nur durch die Angst finden wir. Kannst du mir einen Tipp geben, damit wir hier nicht ewig vorbeischleichen? Ich weiß jetzt nicht den perfekten Weg, so oft habe ich es jetzt nicht gespielt. Oh, geil. Ein kostenloser Kill. Du musst schon vorne rein, ne? Unten bleiben. Weiter. Oh, bis auf der Umbau. Bleib unten. Schließ mich dann. Ein Wolf ist im Dorf! Okay, ich renne nur doch hier nach. Das war die Höchste! Direkt! Oh shit! Weiter nicht boxen. Boxen ist so mit Abstand die schlechteste Möglichkeit, die du machen kannst. Yara! Na los! Hier runter! Los, weiter! Guck mal, wie gut ich durchkomme. Krass. Ach du Scheiße. Liebe Schöpfung. Wenn ich so weitermache, schaffe ich das Spiel noch durch in diesem Part. Nee, Schuss ist nicht. War ich dumm. Oh. Das ist doch nur der, oder? Okay. Ich bin am Arsch. Vielleicht hätte ich nicht kämpfen sollen. Was will ich da? Was? Da rein? Ich glaube, das ist es schon. Ja. Ne, das ist nur eine Werkbank. Da muss noch weiter. Obwohl, nee, du musst, glaube ich, noch ein Stück. Also theoretisch, wenn du Freitag Zeit hast und ich vielleicht pünktlich Schluss habe und nicht Überstunden ballern muss,
Könnten wir das am Freitag durchspielen? Ist das doch noch so viel? Das hört sich so an, als müsstest du irgendwie. Super. Keine Ahnung. Gehst du die Wochenende nach Hause? Ja. Ach so, ja. Deswegen. Ja, okay. Bitte nicht nach rechts. Nicht? Nein. Ich wollte hier rein und dann irgendwie übers Maisfeld rein. Lauf links rum. Da? Ja. So? Ja. Wollte schleichen. Und dann? Geradeaus durch. Hier? Ja. Okay. Wir kennen um in dieses Gebäude zu kommen. In das Gebäude musst du nicht. Ach, Lava. So, das wusste ich nicht. Kann ich die einfach töten? Ja, packen, reinziehen, töten. Packen. Ah, Messer. Du kannst nur Messer drüber, das ist ein Tank. Ach so. So, nee. Die dicke Frau. Hab ich nicht gesehen. Oh shit. Oh, links rein. Oh, oh Gott. Also breit die schon nach Hause drauf, geht auch zu gehen. Was? Ich hätte eigentlich ein paar versucht zu erdrosseln. Ist das ein Tipp? Nee, brauchst du nicht. Du kommst ja so durch. Anscheinend. Ich muss in dieses? Ja, geradeaus durch. Nicht in das Gebäude unbedingt, aber du musst da durch. Sie haben ein Gewehr. Rechte Seite. Soll ich ihn töten? Ambrus? Kannst du. Ja, es gibt so viele Spielmöglichkeiten. Ich weiß nicht, welche jetzt die beste ist. Hä? Darüber? Da muss schon drauf. Und dann nach rechts durch. Also rechts, links. Also jetzt hier links durchs Gebäude. Also hier raus. Drauf. Genau. Und zu. Mhm. Oh. Okay. Hast du kein Medipack? Nö. Das ist natürlich uncool. Ich brauch doch gar keins. Jetzt links raus. Da hab ich zwei. Ja, auch gut. Jo. So rein. Fighten kannst du nicht. So gehen. Ich bin noch tot mit einem Treffer, ey. Ja. Besser hoffen, nicht getroffen zu werden, als jetzt zu fighten und nicht getroffen zu werden. Ja, rechts. Na gut, aber irgendwo ist ja ein Checkpoint. Dann. Oh, cool. Das ist sogar mehr Leben. Ey! Einer erledigt! Ups. Soll ich denn an denen vorbei?
Da sind drei. Hast du vielleicht irgendwas zum Werfen? Backstein? Ich sehe eher nicht, ne? Ich sehe nichts. Einfach abwerfen. Abwerfen? Scheiß drauf. Wenn wir nicht wissen, woher die kommt. So. Das sind ja richtig viele. Oh Gott! Ach du Scheiße! Hast du gesehen? Mhm. Dort rechts! Oh. Okay. Wie was denn? Könnte wohl doch noch ein bisschen dauern. Soll ich einfach rennen? Ich probiere es einfach mal. Hallo? Hallo? Hier nicht. Oh, hier scheint es ja voll sicher zu sein. Hier ist ja gar nichts. Hier ist doch nichts. Ist es auch hier eine Sackgasse oder wie? Nein, hier ist irgendwo rein. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo. Da. Komm schon! Nein, doch nicht. Komm mal rechts. Lauf mal ihr hinterher, lauf ihr hinterher. Sie läuft da gleich in diesen Zaun rein. Ja, komm. Das ging ja easy. Manchmal ist Laufen die beste. Wenn du gesehen worden bist, ist Laufen die beste Möglichkeit. Wenn du nicht fighten kannst. Vor allem, wenn so viele überlebt haben. Mhm. Deswegen macht es Sinn, wenn du schleißt, welche auf dem Weg umzulegen, dann kannst du immer noch kämpfen, wenn du erwischt wirst. Yay. Oh, nice. Da ist auch noch was. Noch was zu futtern. Nee. Nee. Mir was zu futtern. Okay. Ziegen? Ziegen. Das ist es. What? Oh
mit ihr reden. Ich wollte, dass sie mich versteht, aber sie hat mich nur angeschrien. Da ging sie auf mich los. Ich wollte sie aufhalten. Ich habe sie nur von mir weggestoßen und sie ist gegen den Tisch gefallen. Klassiker. Was? Sie ist ja jetzt nicht gegen die Tür gefallen. Oder Tischkante ist doch voll Klassiker, oder nicht? Nein, ich bin gegen die Tür gelaufen. Ja, aber tot? So mit Kopf gegen Tischkante? Schubsen, Tischkante? Achso, ich dachte so Hausgewalt oder so. So, nee. Häusliche Gewalt, nicht. Ich meine, so Selbstverteidigung. Man schubst jemanden zurück, der fällt und dann genau mit Genick an eine Tischkante oder so und dann tot. Das passiert doch voll oft. In Filmen, Serien. Hier den Cut. Hier? Ja. Okay. Weil jetzt noch viel Gameplay kommt. Ja, war schön. Für manche. Für manche auch nicht. Bis dann. Bis denn.